Herr Dr. Bonelli, Sie haben ein neues Buch geschrieben, Die Weisheit des Herzens, und bringen darin natürlich anonymisiert die Geschichten Ihrer Patienten, vieler Patienten. Ich fand das irrsinnig interessant, weil ich mir öfter dachte, ah, ich kenne jemanden, der hat das ähnlich erlebt, oder? Also das war wirklich für mich, ich hatte viele Aha-Erlebnisse. Darin kommt eine Frau vor, oder sagen wir ein Ehemann mit seiner Ehefrau, die eigentlich viel Schlimmes miteinander erlebt haben. Also vor allem, als wenn ich das als Frau lese, denke ich mir, na sehr, was denn will ich eigentlich nie mehr zu Hause haben? Ja. Nämlich, wenn er Sex wollte, musste sie quasi auch Sex wollen mit ihm. Dann hat sie den einen Sohn gegen sie ausgespielt, dann betrügt er sie auch noch, setzt sie finanziell unter Druck etc. etc. Also wo man sich eigentlich denkt, da gibt es keine Zukunft mehr. Also ich als Frau würde mir denken, pff. Und dann löst sich das quasi auf, nämlich dass die beiden wieder zueinander finden. Ja. Die Weisheit des Herzens hat ihren Weg gefunden, schreiben sie. Und ich frage mich halt nur, wie viel Demütigung kann der Mensch ertragen, um dann wirklich zu sagen, also Sie wissen, worauf ich hinaus will. Mich schockiert das noch immer, dieses Beispiel, wenn wir da darüber sprechen. Ich denke mir, wenn so viel passiert ist, da kann es doch keinen Weg zurückgeben, oder? Es ist gleich das Erste, der erste Fall, ja. Ja, ich meine, ich meine, es gibt ja viele Paargeschichten, die nicht gut ausgehen. Aber diese Geschichte habe ich gewählt, weil sie eben gut ausgeht und weil sie, also Geschichte, ich meine, diese Erzählung oder dieses Faktum. Weil, ich meine, es war ja noch viel schlimmer, weil der Mann war ja nicht bereit, eine Paartherapie zu machen. Das heißt, er hat sich geweigert, hierher zu kommen, weil er da in Frage gestellt wird und alles Mögliche. Aber in der Psychotherapie, besonders in der systemischen Psychotherapie, wissen wir, dass wenn sich einer ändert, dann ändert sich der andere mit. Ja? Und dann habe ich mit der Frau ausgemacht, okay, wir schauen einmal, wir probieren einmal, was sie ändern können, weil in Wirklichkeit ist ja eine Paarbeziehung sowas wie Tischtennis. Das heißt, du kannst den Ball nur. Wenn du den Ball immer gleich zurückschlägst, dann beginnt ein Automatismus. Dann ist das ein Ping-Pong hin und her und jeder Streit ist so und jede Beziehungsdynamik ist so. Und wenn du plötzlich beginnst, den Ball woanders hinzuspielen oder nicht zurückzuspielen, dann ändert sich das ganze Spiel. Weil die beiden so eng zusammenhängen, nicht? Ich meine, die sind ja Tag und Nacht zusammen, mehr oder weniger, nicht? Also je nach Partnerschaft, aber im Wesentlichen schon. Also die Partnerschaft funktioniert anders, wenn einer sich anders verhält. Das ist das Prinzip und das habe ich mit dieser Frau bearbeitet. Und die war halt auch wirklich sehr gescheit und gut reflektiert und die hat das wirklich brillant gemacht. Und der Mann war halt auch empfänglich. Nicht? Weil sie hat, also am Anfang hat sie ihn ja so dargestellt, als wäre er ein Teufel. Nicht? Und da muss man halt als erfahrener Therapeut weiß man, okay, die Geschichten sind nicht ganz falsch, aber die sind natürlich subjektiv verzerrt, nicht? Denn er würde das anders erzählen, nicht? Also man muss dann immer überlegen, okay, sie erzählt mir das so, wie würde es er erzählen? Das wäre auch eine therapeutische Frage, okay, was würde ihr Mann jetzt sagen? Wie würde der, sieht er das genauso oder wie war das, nicht? Also viele Menschen blenden ja dann auch aus, was sie Falsches gemacht haben. Das ist ja irrsinnig häufig, dass man die eigene Schuld reduziert oder sogar eben total verleugnet oder zum Verschwinden bringt und die Schuld des anderen halt hochtreibt, nicht? Sodass man am Ende das Opfer ist und der andere ist der Täter. Das passiert sehr häufig, das passiert Männern und das passiert Frauen. Was dort passiert ist, kann man nicht genau sagen, aber jedenfalls im Rahmen der Arbeit miteinander hat sie entdeckt, was sie falsch macht. Und hat begonnen, das eben zu korrigieren. Und gefühlt ist das in der Partnerschaft immer so. Also in schlechten Partnerschaften. Zu 90% sieht man die Schuld beim anderen und zu 10% bei sich selber. In Wirklichkeit ist es meistens 50-50. Und wenn man aber jetzt, und dann sagt man, da muss er mal beginnen mit den 90%, dann beginne ich mit meinen 10%. Aber die Lösung ist eben anders. Die Lösung ist, dass man mit den 10% beginnt und sagt, okay, versuchen wir das wegzukriegen. Und das hat sie gemacht und das hat sein Herz berührt. Ne? Das hat sein Herz berührt, weil er sagt, okay, die hat mich jetzt 30 Jahre oder weiß nicht, wie lange die verheiratet waren, gequält mit und plötzlich quält sie mich nicht mehr. Und plötzlich macht sie das oder ändert das oder macht mir meine Lieblingsspeise oder
lasst mich, was auch immer, ja, Garten arbeiten oder mit meinen Freunden weggehen oder was auch immer. Und das hat sein Herz berührt. Und das Schönste war aber, dass er sich ja dann entschuldigt hat. Ne? Ja, also das, der große Wendepunkt bei solchen schrecklichen Beziehungen ist ja immer, wenn einer wirklich plötzlich eine Reue empfindet. Und ich rede ja von der Weisheit des Herzens. Und eine Weisheit des Herzens oder eine Eigenschaft, ich habe 7 Eigenschaften der Weisheit des Herzens und eine davon ist die Reue. Und das, und deswegen habe ich dieses Beispiel an den Anfang des Buches gestellt, weil dieser Mann hat dann wirklich plötzlich gesehen, ich benehme mich wie ein Unmensch und hat bereut und hat sie dann echt um Verzeihung gebeten, echt richtig. Und sie war so gerührt, dass sie ihn auch um Verzeihung gebeten hat für ihren Anteil. Und daraufhin war natürlich ganz viel wie weggewischt und die konnten neu beginnen. Also so funktioniert das. Das heißt, es hat einen Sinn, dran zu bleiben. Also ich habe wirklich schon viele mehr oder weniger unlösbare Fälle beobachtet, die sich lösen ließen, weil beide ein offenes Herz hat. Also was nicht funktioniert ist, wenn einer im Hintergrund schon eh einen Geliebten oder eine Geliebte hat und eh nicht mehr was haben will, nicht, dann geht es nicht. Aber wenn beide wollen, dann funktioniert das fast immer. Und zwar dann, wenn sie die gleichen Werte haben. Also wenn beide sagen, Ehe ist ein hoher Wert und im Grunde wollen wir zusammenbleiben, wenn das einmal ein Wert ist und wenn ein zweiter Wert ist, man betrügt sich nicht und man geht respektvoll miteinander um. Deswegen helfen uns die Werte so. Die Werte sind so wichtig, weil sie sozusagen Zielvorgaben sind, die man sich selber stellt, die man aber noch nicht erfüllt. Also Werte lebt man nicht notwendigerweise nicht. Was man lebt, sind Tugenden, aber das sind sozusagen Gewohnheiten, eine Haltung. Aber das, was ich für richtig empfinde, und in dem das ist ein Wert und das ist, wie gehe ich mit meinem Partner um? Und in dem Fall von diesem Ehepaar haben die sich eben schlecht behandelt, obwohl sie wussten, dass es wichtig wäre, sich gut zu behandeln. Das war die Diskrepanz und dort war eben die Chance, die therapeutische Chance. Und deswegen zusammengefasst, wenn man hohe Werte hat, dann kann man auch manchmal Demütigungen aushalten. Obwohl eine Demütigung halt sehr, ich meine, viele Menschen empfinden etwas als Demütigung, was der andere vielleicht auch gar nicht so meint oder was halt auch eine subjektive Interpretation ist. Und natürlich, also immer nur respektlos behandelt werden, irgendwann einmal ist dann auch Schluss, nicht? Das ist klar. Aber das Schöne ist, dass wenn die Werte, wenn man durch die Werte eben dem anderen Gutes tut, dass dann meistens Gutes zurückkommt. Ne? Es gibt ein sehr schönes Zitat von Franz von Sales, glaube ich, der sagt, man fängt mehr Fliegen mit einem Tropfen Honig als mit einem Fass voll Essig. Das ist jetzt nur ein Bild, weil biologisch stimmt das nicht. Aber zwischenmenschlich ist das genial. Ne? Einmal nett sein, und das machen viele Menschen in Partnerschaften falsch, dass sie den ganzen Tag den Mann oder die Frau kritisieren, statt dass sie einfach versuchen, ihn eben zu gewinnen oder sie zu gewinnen. Ne? Ich möchte ganz kurz noch bei diesem Beispiel bleiben. Also viele, also einige Leute, die ich kenne, die könnten einen Ehebruch nicht verzeihen. Also diese Frau war ja offenbar wirklich, die hält ihm das dann nicht mehr vor. Also die kann das abschließen. Also das ist wirklich möglich, quasi zu sagen, das war so, aber vor uns liegt die Zukunft. Das geht. Also ich sehe alles Mögliche. Ich sehe Männer und Frauen, die können einen Kuss nicht verzeihen, also einen Fremdkuss. Und ich sehe Frauen und Männer, also mehr Frauen muss ich sagen, die unheimlich viel verzeihen können. Ja. Ehebruch, ich meine, also ich würde sagen, das Herz kann groß und ganz klein sein. Aber eine Beziehung kann wieder gut sein, auch wenn da viel Schlimmes, Ja, Schlechtes passiert. ja. Und Verzeihung ist dann leichter möglich. Also die Fähigkeit zu verzeihen ist ja auch ein Teil der Weisheit des Herzens. Das ist eines von diesen 7 Punkten. Verzeihung ist dann umso leichter, wenn man eine kritische Selbstsicht hat. Also wenn einer sagt, hätte mir auch passieren können, ist es leichter zu verzeihen, als wenn er sagt, ich würde das nie machen. Wenn einer sich so hinstellt und sagt, ich würde das nie machen, dann kann er auch nicht verzeihen, dann versteht er es auch nicht. Aber dann ist auch sehr selbstgerecht.
Weil die großen Heiligen sagen ja immer, ich bin zu jeder Sünde fähig. Das beeindruckt mich immer. Die großen Heiligen sagen, ich bin zu jeder Sünde fähig. Aber so der 0815-Perfektionist sagt, das würde ich nie machen. Nie würde mir das passieren. Danke vielmals, Herr Doktor.